Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Sea of Stars. Wir waren hier jetzt am Dschungelpfad, sind jetzt hier, glaube ich, eigentlich genau, wollten wir losfahren zu irgendeinem Steinriesen nördlich irgendwas, ne? Hieß es da, genau, da wird es ja sogar angezeigt. Ah, wir sind da unten. Alles klar. In der Mitte wird wohl irgendwann noch eine Welt am Start sein. Wir könnten... Ah, da müsste ich wieder durch den ganzen Dschungelpfad da durch, um zum Dokkari-See da zu kommen. Das ist ja auch voll nervig. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Irgendwie anders anzulegen oder so? Naja, egal. Ah, ich hätte das jetzt gern noch gemacht und mir das angeschaut, was ich da... Ah, Moment, da fällt mir gerade was ein. Also mehrere Dinge. Ich wäre gern nochmal in das Dorf gegangen und hätte diese Regenbogenschnecken abgegeben. Gut, soweit so klar, das geht jetzt nicht. Jetzt wollen wir nach Myrt, würde ich sagen. Myrt ist oben links, oder? War das doch, oder? Weil dort haben wir ja die neuen Gebäude, neuen Händler und so. Da könnte man natürlich auch mal vorbeischauen. Guten Tag. Wo bin ich jetzt gelandet? Ist das das Fragezeichen oder was? Ganz kurz, Weltkarte. Ah ne, da sind wir. Da ging es auch nicht weiter, oder? War das das? Oh ne, Quatsch, da waren wir drauf. Das ist ja hier Friedhof und der ganze Krempel, ne? Was? Hafen der Gespensterinsel. Ah, da kann ich einfach vorbeilaufen. Geht das dann immer? Kann ich das immer machen? Stadt Lucent. Ja gut, alles klar. War da noch was? Nur ganz kurz. Das war hier mal so durchbrettern. War hier noch was? Was ist hier los? Der Brunnen hat schon bessere Tage gesehen. Gut, hier war noch das Fragenpaket. Das können wir gerade machen. Jo, wenn wir schon mal da sind, da können wir natürlich... Was? Was für ein Eingang? Ah, Flusszugang. Wo war der nochmal? Ah, hier. Gut, okay. Das ist relativ prominent. Da machen wir das gerade. So, ein paar Kleinigkeiten können wir natürlich schon zwischendurch mal machen. Ne? Das macht schon Sinn. War das hier runter oder was? Wahrscheinlich, ne? Wir haben ja das neue Fragenpaket und vielleicht kriegen wir dann auch eine Regenbogenschnecke, neue Waffen, was weiß ich. Yo, möchte ich. Fragenpaket 3 spielen, ne? Guten Abend zusammen und willkommen zur Quizshow mit unserem Kandidaten Zale. Fragenpaket 3. Zwanglos. Wahr oder falsch? Herzog Aventri wurde von der Nekromantin Romaya aus seiner Asche wiederbelebt. Jo, stimmt. Diese Antwort ist korrekt. Also gut, nächste Frage. Wie nennt man ein Werkzeug, mit dem man sich selbst in höhere Etagen hieven und auf ein... Jo, Enterhaken, ne? Der Hexenschuss, ist klar. Also gut, nächste Frage. Für welchen dieser Skills verbraucht Serai ohne Ausrüstung 9 MP? Müsste Phasenklinge sein. Jo. Also gut, nächste Frage. Wie heißt der Feind im verfluchten Wald, der vernichtet werden musste, um die Ranken zu beseitigen? Ach du Scheiße. Ja, bestimmt Schreckensblüte, oder? Jo. Also gut, nächste Frage. Was macht ein Ghoul-Ghoul bei der Flucht aus dem Kampf? Ja, das weiß ich nicht, das ist nie passiert. Also, fragen wir Teeks. Oh, die ist ganz einfach. In einer Rauchwolke posieren. Alles klar. Also gut, nächste Frage. Wie heißen die feindlichen Zauberer, die man im Versteck des Nekromanten findet? Weiß ich doch nicht. Wasser, wahrscheinlich irgendein Wasser. Wasserzottelig, oder? Oh, das war die falsche Antwort, bitte. Also gut, nächste Frage. Wahr oder falsch, die erste Phase des Sterbens wurde so genannt, weil die Bewohner von Lucent sich gerne versammeln, um ihre Lage aktiv hinzunehmen. Falsch. Jo. Oh, du bist gut. Hier eine Kleinigkeit für deine tolle Darbietung. Ist ja Wahnsinn. Ja gut, ein bisschen Geld sozusagen. Ja, wir können wieder spielen. Jetzt machen wir das ganze Ding mal. Experte, natürlich. Für welchen dieser Skills? Alles klar. Phasenklinge. So, ist korrekt. Also gut, nächste Frage. Wodurch wird der Apfel ersetzt, wenn Gals Ernähren-Skill einen Timing-Treffer landet? Ach, Kacke. Weiß ich doch nicht. Oh, die ist ganz einfach. Ein halbes Sandwich. Ja, ich hatte auf Sandwich getippt, aber da zweimal Eis gestanden hat, war ich ein bisschen irritiert. Also gut, nächste Frage.
Wahr oder falsch, die erste Phase des Sterbens? Falsch. So, dann also gut. Nächste Frage. Die Gespensterinsel wurde nach dem Eremiten benannt, der in der Geistervilla erschienen war. Wie heißt dieser Eremit? Eremit der Nummer. So. Und also gut, die nächste Frage bitte. Wahr oder falsch, Herzog Aventri? Richtig. Also gut, weiter geht's. Was macht ein Ghul-Ghul bei der Flucht? Rauchwolke, bitte. So. Wie viel Gold benötigt man, wenn man ein geschnitztes Schwert erwerbt? Ach, come on. Nein. Okay, wir müssen es wieder machen. Gut, aber das kann man sich ja alles merken und dann wird es einfacher. Experte. Ups. Ach ja, komm, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Ja, ich habe nur zu schnell geklickt. Sorry, Leute. Bleibt doch mal locker, Mann. Ja. So, Experte. So, das war die Schreckensblüte. Was haben wir jetzt? Ach, das wussten wir. Ja, da muss ich jetzt auch wieder Teaks fragen. Aber irgendwann kann man sich das ja merken. Das ist wahrscheinlich der Zottelig oder was, ne? Wasserzauber. Ach ne, Quatsch, das hatte ich jetzt schon mal gemacht. Genau, ne, Zauberig. Also das letzte Mal vor einer Minute. Ja, gut, jetzt wird es natürlich nochmal dumm. Wenn ich wieder bei der Frage mit dem Gold zum Beispiel nebendran liege, das kann ich ja dann nicht mehr. Das war falsch, ne? Ja. Das kann ich jetzt ja nicht mehr fragen oder hier mir helfen lassen. So, da war es ein halbes Sandwich. Da haben wir uns ja helfen lassen. Ja gut, da muss ich halt nochmal tippen. Ja, da haben wir es schon. Okay, 76 ist aber wieder dabei. Oh, dann ist es 80. Dann ist es einfach nur 80. Okay, eben war es 72, 76, 80. Okay, ja, wir wollen wieder spielen. Fragenpaket 3, Experte. Das war die Phasenklinge. Das war ein halbes Sandwich. Der Enterhaken natürlich. Er geht in eine Rauchwolke posieren. Also gut, weiter. Die Gespensterinsel des Kumas. Und die nächste Frage. Oh, oh, nein, meine Nachbarschaft will gleich hier klingeln. Nein, das darf sie nicht machen. Wie heißt der? Ja, genau. So, nächste Frage bitte. Ich glaube, jetzt haben wir alle gesehen, oder? Also alle Fragen. So, das war richtig. Was haben wir noch hier Schönes? Muss 80 sein, ne? Genau. Das war der Wasserzauberisch. Jawohl, wunderbar. So, jetzt gib mir mal was Schönes hier, bitte. Ach, immer nur Gold. Also hier kann man auch ein bisschen Gold verdienen. Nee. Gut, alles klar, möchte ich nicht. Dann ist es soweit klar. Gut. Schade, ich dachte jetzt, wir kriegen da irgendwas Krasseres. So, dann wollten wir noch zum Friedhof. Ich muss mal gucken bei den anderen Leveln, ob ich da auch einfach da am Hafen, konnte ich ja vorbeilaufen jetzt einfach, ob das immer so möglich ist, dass man an Dungeons vorbeilaufen kann, wo man nicht mehr hin möchte. So, jetzt müsste ich ja eigentlich hier rechts zum Friedhof kommen, oder? War das so? War der Friedhof dort? Ich glaube schon, ne? Fährmann, bretter mich rüber, Alter, sonst verliere ich die Nerven. Oh, ich werde euch zum überfluteten Friedhof bringen. Ja, wegen der grünen Flamme. Alles klar. So, rüber. Und dort, wie gesagt, waren noch ein, zwei Secrets. Die habe ich mir mal so gemerkt. Möchte ich mir jetzt mal ansehen. Das war ein, zwei so Sachen machen, die ich noch so auf dem Schirm hatte. Kann ja nicht schaden, eventuell. Wer weiß, Secret Boss, frühe Waffe, irgendwas anderes. Ja, hallo, Ladezeit. Ich trinke mal einen Kaffee. Ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich die Hauptquest oder der Hauptquest folgen möchte.
Aber natürlich ein, zwei Sachen können wir natürlich schon angehen. Ich habe mir auch gar nicht mehr alles gemerkt, was wir eigentlich konkret machen wollten. Hier unten links war auf jeden Fall so eine Art Dungeon. Kann ich hier die Zeit überhaupt verändern? Müsste ich eigentlich. Wir könnten hier mal ein bisschen Tageslicht reinbringen. Ja, das ist nicht... Man sieht gar nichts. Ich weiß nicht, ob es da unten überhaupt so ein Rätsel war, ob da einfach nur eine verschlossene Tür war, keine Ahnung. Werden wir gleich sehen, weil auf jeden Fall hier unten links war was. Ist jetzt geöffnet. Ach so, okay, da musste ich irgendwas einsetzen. Das ist schlecht. Keine Ahnung, gut. Habe ich mir jetzt falsch gemerkt, schade. Bitter. Das heißt, hier geht es schon mal nicht weiter. War noch was? Ich habe mir noch was gemerkt. Hier waren doch zwei Dinge, oder? Waren hier nicht zwei Dinge gewesen? War oben noch so eine Art Dungeon oder sowas? Mal gucken. Sterb! Sterb, du komisches Ding! Stirb! So, hier. Jetzt kriegt ihr mal einen krassen Feuerball hier ab. Oder auch nicht. Dann halt so. Ah, genau. Hier sehen wir jetzt auch schön den doppelten Bonus, der jetzt hier gelegen hat. Okay, da sind sie nicht so anfällig. Tschüssikowski. Die Ghouls machen nochmal irgendwas. Gehen in die Rauchwolke oder sowas. Ja, da haben wir halt mal so ein bisschen kleinen Mist gemacht. Wer weiß, ey. So, wunderbar. Wunderbar verwundbar. Ob ich Reshan jetzt im Moment so geil finde, ist echt so eine Frage. Weiß ich gerade gar nicht. So krass finde ich den bis jetzt eigentlich nicht. Hat ein, zwei coole Sachen. Jo, auch das mit dem, mit der, wobei, wenn ich mir es gerade überlege, so krass ist der Skill hier auch nicht. Schwebezustand. Hier Ebbe. Entfernt ein zufälliges Schloss vom Ziel plus ein Schloss beim Timing-Treffer. Das habe ich ja eigentlich bei vielen Dingen, ne? Also weiß ich jetzt nicht, finde ich. Und das haben wir noch nie gemacht. Komm, das machen wir mal hier, unser Regen. Oder Nebel, wie auch immer. Ja, eine Gruppenheilung. Ist aber Mondschild auch besser. Also um es mal so zu sagen, ich gehe jetzt gleich mal in die Analyse. Was die Charaktere angeht, die Skills der Charaktere, die wir bis jetzt haben, wohlgemerkt. Also, er hat eigentlich heilendes Licht, finde ich auch gar nicht so krass. Aber hier Sprintschlag und Sonnenball sind unfassbar starke Damage-Geschichten, die richtig reinhauen. Dann halt mit seinem Feuer und so, dass man das eh brauchen. Dann sie hier ist halt auch mega geil. Mondschild und Moonerang mega stark, finde ich wichtig. Hier finde ich gar Schwebezustand. Das ist noch das Einzige. Man zieht die Gegner zusammen. Das ist richtig geil, finde ich. Ebbe, naja. Wenn ich irgendwas vom Ziel runterholen will. Klar, zufällig, wenn nur noch eins da ist und ich habe keine andere Möglichkeit mehr. Oder es sind noch zwei Sachen da und ich kriege die nicht mehr gewuppt. Dann ist es natürlich geil. Zum Beispiel Schwert und Hammer. Und ich kann das nicht zusammen irgendwie in einem Skill verbinden. Dann ist es ganz geil. Ansonsten eher nicht. Seine Ulti kenne ich halt noch nicht. Das kann halt auch krass sein. Ja, die Heilung finde ich auch nicht so krass, weil bevor ich die Heilung mit 12 MP mache, mache ich lieber das Mondschild mit 11 MP. Klar, ist natürlich charakterabhängig, ist klar. Ja, und sie hat halt meines Erachtens den besseren Skill hier mit Desorientieren im Vergleich zu Ebbe, finde ich mal. Weil Desorientieren mir immer noch mal Chancen gibt und hat noch Gift- und Hammer-Effekt. Also, jo. Weiß ich nicht. Der kann halt von allem so ein bisschen was. Und ihn hier finde ich auch nicht so geil. Schleudern ist unnötig, weil, ja, da ist definitiv sein Schwebezustand besser, finde ich. Ernähren, mittlere Heilung, naja, auf einen finde ich auch nicht so krass. Die Kochtopfbombe ist brutal bisher. Also die ist auch richtig stark, Massendamage. Ja, das wäre so meine Einschätzung. Aber schon mein Stammteam wäre eigentlich... Hier, Serai und Sail und Valea, oder? Finde ich mal bis jetzt. So vom Feeling. So, hier so ein paar Items. War hier nicht irgendwo... Das haben wir gelöst, ne? Ah, nee, irgendwo konnte ich noch nichts machen. War das nicht so? Da waren so komische Elemente an... Ach, das war das, ne? Ah, ich denke, da kann ich jetzt auch noch nichts machen.
Auch wenn ich es jetzt wahrscheinlich gar nicht so schnell finde. War das hier oben? Da waren so Elemente an der Wand oder sowas. War das das? Könnte sein, dass das hier oben war. Oder ging es hier oben einfach nur in die andere Stage nochmal zurück? Das kann auch sein. Ja, wahrscheinlich. Ah, und dann war es weiter oben links. Kann das sein? Ja, komm. Wir gucken mal ganz kurz. Ich glaube, oben links war dann was. So ein komisches Secret-Ding da. Ja, da chillt auch der Dude noch rum. Warum chillt der hier rum? Ah, die Kälte macht mir nichts aus. Könnte ich mich bloß erinnern. Ah, der will auch noch was von uns. Okay. War das das hier? Ah ja, genau. Ah, da könnte es jetzt schon sein, dass wir jetzt haben wir ja alle möglichen Leute. Jetzt könnte es sein. Ja, gut. Egal. Dass man hier verschiedene Dinge machen muss. Zum Beispiel Arkanangriffe oder sowas. Ich mache das jetzt einfach mal. Wir machen mal einen Arkanangriff. Ich versuche mal alles zu machen einfach. So, wir haben einen Arkanangriff gemacht. Dann machen wir gleich noch einen Mond- und einen Feuerangriff. Und vielleicht ist es das dann. So, hier Feuerangriff. Kann sein, dass das völliger Quatsch ist, was ich da sage. Weil oben waren, glaube ich, so drei Elemente oder sowas angezeigt. Ja, und dann machen wir in der nächsten Folge definitiv mit der Hauptstory weiter. Ist das mir jetzt auch zu blöd? Mamfi, Mamfi, nerv mich nicht. Mein Gott, ey, wie kann man so rumnerven? So, weg. Ja, würde mich mal interessieren, was euer Stammteam so war. Ob, also, braucht man überhaupt ein Stammteam? Das ist ja schon die andere Geschichte, ne? Braucht man ja eigentlich nicht, weil, wie gesagt, man kann ja sinnvollerweise durchwechseln. Oh, krass. Es greift noch mehrere Gegner an, die Explosion da. Das ist natürlich nicht schlecht. Muss ich zugeben. So, jetzt nerv mich bitte nicht rum da unten. So, der ist weg. So, wir wollten noch mit Mond angreifen, ne? Vielleicht muss ich auch mit allen Effekten hier angreifen. Keine Ahnung. Vielleicht hat es gar nichts damit zu tun. Vielleicht muss ich jetzt Licht hier anwenden. Gift, Feuer, Magie. Das ist es, oder? Ich würde sagen, Gift, Feuer, Magie, Angriffe hätte ich eventuell machen sollen. Und jetzt sind die Gegner nicht mehr da. Das ist natürlich kacke. Ich würde sagen, das ist so, oder? Ihr habt mir nur in die Kommentare geschrieben, ja, du kannst hier im Moment noch nichts machen. Kann ich das hier irgendwie resetten, den ganzen Krempel da? Ist die andere Frage. Nee, ne? Nicht so leicht. Naja, ich merk's mir mal vor. Oder will ich es jetzt doch noch machen? Da müsste ich, glaube ich, komplett rausrennen. Ja, komm, wir machen das für die nächste Folge. Dann starten wir an der Stelle. Und ja, ich freue mich drauf. Dann gucken wir mal, ob ich da irgendwie richtig liege oder ob das völliger Bullshit ist, was ich da rede. Alles ist möglich. Ja, freue mich auf die nächste Runde mit euch. Ich werde das dann jetzt irgendwie hier resetten, indem ich hier rausgehe. Ich weiß ja, Gift, Feuer, Magie und kann man es eh nochmal angucken. Ja, und dann gucken wir mal, ob das dann so ist oder nicht. Und ja, kann ich Gegner resetten eigentlich, ohne dass ich irgendwie auf die Hauptkarten nochmal zurück muss? Keine Ahnung. Ah, so komme ich auch gar nicht hier raus. Ich bin im Arsch. Super. So. Okay, alles klar. Ja, ich glaube, ich muss da hoch oder so, ne? War das das? Oh, keine Ahnung, Alter. Ne, hier komme ich nicht hoch. Das war oben, ne? Ja, ich muss oben. Ja, gut. Es war weiter oben. Da muss ich den Pfad da entlang laufen und dann da so runterjumpen und so weiter. Ja, gut, alles klar. Ist soweit klar. Genau hier kann ich jetzt die Höhenunterschiede gut machen. So ist es. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ich hoffe, dass ich das dann vorbereiten kann und dass das auch stimmt, was ich da labere. Und dann werden wir es sehen und ja, mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Was blubbert da unten rum? Ah, okay. Und wenn da was blubbert, kann ich da noch was holen? Nee. Nee. Okay. Ja gut, dann machen wir es so. Kann sein, dass das völliger Blödsinn ist, was ich da jetzt vorhabe. Aber vielleicht klappt es ja auch. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.